Servus meine Bros and Hosts und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht's um diesen Mann hier, Jackie Chan. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Fan von ihm und diese Leidenschaft habe ich schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Ihr müsst euch vorstellen, meine Eltern konnten damals halt nicht so gut Deutsch und wir hatten öfters dann immer gerne so einen Filmabend und natürlich wollten sie dann auch den Film verstehen und so. Und da war halt immer die Alternative Jackie Chan Filme. Meine Mutter mochte den voll und das, also den muss man nicht unbedingt verstehen, der redet ja oft in seinen Filmen nicht viel und er macht seine Komödien immer durch seinen Kampfsport oder durch seine witzige, normale Art halt. Der macht halt, benutzt den Körper als sein Sprachrohr. Und ich habe mir hier zwei dieser Bücher geholt. Als erstes die ältere Version. Die geht circa bis zu seinem 45. Lebensjahr und das ist mega spannend erzählt. Es geht halt komplett wieder von einem Versager zu einem riesengroßen Schauspieler geworden ist, also international vom chinesischen Theater zu einem Hollywood-Star, den jeder von euch kennt und so. Und ich war so fasziniert, dachte ich mir so, komm, der ist so cool drauf, ich will noch ein Buch von dem lesen, Filme und so habe ich mir schon ein paar von dem so, kenne ich ja schon früher und kenne schon viele Filme so. Dachte ich mir, komm, ich hole noch dieses Buch, die neuere Version und so. Beides habe ich mir auf Englisch geholt, weil ich sah es irgendwie nicht ein, für die deutsche Version 24 Euro auszugeben und für die englische Version 12 Euro. Dachte ich mir so, ey, ich kann doch Englisch, dafür war ich doch jetzt in der Schule, hole ich mir die englische Version. Aber ich muss euch ehrlich sagen, die neuere Version hat das alles schon drinne, halt natürlich etwas gekürzter. Und diese letzten 10, 15 Jahre, die er von der noch erzählt, die sind auf jeden Fall noch krass. Hätte ich nicht gedacht, da verändert er sich nochmal. Also diese 10 Jahre, die dann noch drauf kommen, die sind echt heftig. Habe ich echt nicht gedacht. Ich dachte so, okay, wie will er sich da noch steigern? Was kommt noch dazu? Also ich habe wirklich das übersprungen, so was schon in dem ersten Buch dran kam so und habe mir nur das, also die letzten 10 Jahre oder so durchgelesen und es war wirklich eine krasse Steigerung, wie der sich innerhalb so von 10 Jahren nochmal komplett verändert hat zum Positiven. Und dieser Mann ist wirklich eine Inspiration für mich und ich finde, der ist brutal so, von energiegeladener, immer lebensfroher Mensch so. Und ich lese mir gerne Biografien durch, weil ich gern aus dem Leben anderer was lernen möchte und von Jackie Chan habe ich viel gelernt. Und vielleicht könnt ihr auch euch daraus irgendwie was herziehen und lernt auch was dazu. Das zu Jackie Chan, den Ehrenmann. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.